Das größte Hochsicherheitsgefängnis in Russland, Soleletsk im Ural, 1600 Kilometer südöstlich von Moskau. Im sogenannten Schwarzen Delfin sitzen nur Lebenslängliche, Terroristen, Serienmörder, Kannibalen. Die Männer haben insgesamt rund 4000 Menschen auf dem Gewissen. Wladimir Borissow arbeitet seit 16 Jahren in diesem Gefängnis. Er hat sich hochgedient, vom Gefreiten bis zum Leiter der Haftanstalt. Wir betreten jetzt die Vollzugsanstalt IK-6. Hier sind mehr als 600 Straftäter inhaftiert. Das ist der erste Kontrollpunkt. Genosse Major, es gibt keine besonderen Vorfälle. Der Eingang wird natürlich videoüberwacht. Sie kommen nur durch diese Gittertür, wenn alle anderen Stahltüren geschlossen sind. In diesem Teil der Haftanstalt sind die Gefangenen untergebracht. Das sind die Sperrzäune. In den Fluchtbarrieren hängen Kameras und Bewegungsmelder. Dort drüben sind die Unterkünfte. Vor ihnen ist der Altbau aus dem Jahre 1908. Gleich daneben ist der Neubau. Den haben wir 2006 fertiggestellt. Nochmal, hier sitzen nur Lebenslängliche. Diese Delfine sind kleine Springbrunnen. Häftlinge haben sie gemacht. Vor 12 Jahren haben wir das Straflager in ein Hochsicherheitsgefängnis umgebaut. Zur Eröffnung haben wir Reporter eingeladen. Die Journalisten haben die Tiere gesehen und die Haftanstalt Schwarzer Delfin getauft. Einige russische Gefängnisse tragen Namen. Es gibt zum Beispiel auch den Weißen Schwan oder die Polareule. Mir persönlich gefällt das Schwarzer Delfin. Das hat was. Genosse Major, es gibt keine besonderen Vorkommnisse. Mein Name Feldwebel Pavlov. Alle Mann aufstehen! Dieser Flügel ist frisch renoviert. Wer zum Duschen will, wird in dieser Zelle auf verbotene Gegenstände durchsucht. Links und rechts sind die Waschräume, die Bibliothek und ein Gebetsraum. Dort hinten sind die Zellen für die Lebenslänglichen. Die meisten Gefangenen sitzen zu zweit. Wir zeigen ihnen Kasatkin. Alexander Kasatkin, 1973 geboren, wegen mehrfacher Raubmorde zur lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. In die Ausgangsposition, an die Wand. Lebenslänglich. In Russland bedeutet das mindestens 25 Jahre Haft. Danach müssen Richter über eine eventuelle Freilassung entscheiden. Die Chancen, dass die Straftäter hier jemals wieder rauskommen, sind jedoch äußerst gering. Zum Gitter. In die Ausgangsposition. In der Haftanstalt Schwarzer Delfin herrscht ein eisernes Regime. Die Gefangenen dürfen sich in der Gegenwart von Wachen
nur in dieser gebückten Haltung bewegen. Aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Achtung! Raus, nach rechts an die Wand. Jawohl. Fuß hoch. Fußsohle zeigen. Anderer Fuß. Fußsohle. Mund auf. Der Wärter sucht nach spitzen und scharfen Gegenständen. Die meisten Häftlinge wissen, dass sie hier wahrscheinlich nie wieder rauskommen, sind deswegen äußerst aggressiv. Nach rechts, vorwärts. Alexander Kasatkin hat 4 Frauen und ein Kind getötet. Sein Motiv? Habgier. Zur Tür. An die Wand. Umdrehen. Zur Tür. An die Wand. Ich habe 5 Menschen getötet. Den ersten Mord habe ich im Januar 1995 begangen, den letzten im März desselben Jahres. In Sibirien, in den Provinzen Kemerovo und Novosibirsk. Zuerst habe ich eine Frau umgebracht, abgewartet, was passiert. Dann die nächste, wieder abgewartet. Und dann 3 Personen auf einmal im Streit. Warum haben sie gemordet? Meinen ersten Mord habe ich spontan begangen. Ich brauchte Geld. Die Frau, bei der ich zu Besuch war, hatte zu Hause einige Ersparnisse. Ich habe die Gelegenheit genutzt und zugeschlagen. Alles ging gut. Die nächsten Morde waren dann schon geplant. Beim letzten Mal hat mich jemand gesehen. Das war's. Die Polizei in Novosibirsk war schnell. Es gab nichts mehr zu leugnen. Am meisten macht den Häftlingen im Schwarzen Delfin die Einsamkeit zu schaffen. Viele flüchten in den Glauben. Für Kasatkin ist der orthodoxe Gefängnispriester der einzige Kontakt zur Außenwelt. Der mehrfache Mörder dürfte zwar 3-mal im Jahr Besuch bekommen, doch Freunde und Verwandte haben sich längst von ihm abgewendet. Vater Alexander nimmt sich Zeit, spricht oft stundenlang mit Kasatkin. Es geht um Reue, wahren Glauben und Vergebung. Haben Sie keine Aversion gegen diese Leute? Gott hat keine Aversion oder Hassgefühle gegen Sünder. Ich bin Priester, also muss ich mich dementsprechend verhalten. Ich arbeite im Namen Gottes. Wenn Sie mich als Privatmann fragen, kann ich Ihnen nur eines antworten. Es gibt Situationen und Menschen, die mich sehr befremden. Aber nochmal, ich bin Priester und predige das Wort Gottes. Nach dem Gespräch mit dem Priester geht es zurück in die Isolation. Nach rechts an die Wand. Die Wachen kontrollieren jede Bewegung des 5-fachen Mörders. Sollte er auf dumme Gedanken kommen, wird der Druck auf den Arm erhöht. Das soll äußerst schmerzhaft sein.
Der Schwarze Delfin ist eine Musteranstalt, das modernste Gefängnis in Russland. In die Zelle. Wegen der harten Gangart ist diese Vollzugsanstalt bei den Häftlingen gefürchtet. Zum Gitter. Im Schwarzen Delfin dürfen die Insassen noch nicht einmal rauchen. Der stellvertretende Gefängnisleiter erklärt, warum. Man kann aus Zigaretten Gegenstände machen, die fast so gefährlich sind wie Klingen. Die Männer haben in ihren Zellen unendlich viel Zeit und entwickeln Kreativität. Sie nehmen ein Feuerzeug und beginnen, die Zigaretten zu bearbeiten. Sie verwandeln den Filter in eine Art Minimesser, können sich, Mitgefangene oder Personal verletzen und töten. Was haben Sie hier? Ich bin schon etwas weiter mit meinem Filter. Wenn ich ihn jetzt noch etwas am Tisch oder an der Wand schleife, wird er richtig scharf. Er ist hart und stabil. Die Gefangenen machen aus fast jedem Material Waffen. Sie schneiden sich mit den präparierten Filtern selbst die Pulsadern auf oder nehmen sich andere Personen vor. Sie dürfen nie vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben. Viele Männer waren früher in kriminellen Vereinigungen. Sie sind hervorragende Einzelkämpfer. Sie ritzen dir die Schlagadern auf und das war's. Du bist tot. Летальный исход. Wir haben diese Vollzugsanstalt auf europäisches Niveau gebracht. Wir wollen alle Gefängnisse ähnlich ausstatten. Weg von den alten Straflagern hin zu solchen Einrichtungen. Das ist eine Zelle in der Zelle. Der Gefangene kommt nicht an die Türe ran. Er ist komplett isoliert. Das dient der Sicherheit. Hier drüben genau das Gleiche. Dieses Gitter versperrt den Zugang zum Fenster. Aus so einer Zelle kann niemand fliehen. In einer Zelle leben in der Regel zwei Häftlinge. So haben die Betten auszusehen. Tagsüber dürfen sie nicht benutzt werden. Существует определенная заправка постелей. Вот она определена учреждение таким вот образом. Der Tisch und die Sitzbank sind im Boden verankert. Es soll verhindert werden, dass die Gefangenen damit die Türen blockieren. Для того, чтобы осужденным не было возможности вырвать их и заблокировать вход в камеру для сотрудников. Der Nassbereich einfach und sauber. Значит, здесь, значит, с этой стороны. Das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzer Delfin ist eine Ausnahmevollzugsanstalt für Lebenslängliche. Gewöhnliche Straftäter sitzen in Russland in solchen Straflagern. Insgesamt etwa 1 Million Männer. Fluchtbarrieren und Sperrzäune umkreisen den Kern des Lagers. In solchen Anstalten leben die Häftlinge nicht in Zellen, sondern in sogenannten Baracken. Sie können sich dort relativ frei bewegen. 6 Uhr morgens wecken. Diese Männer sitzen wegen Totschlags, Raubüberfällen, Betrügereien oder Drogendelikten. Lagerchef Vyacheslav Sedich führt uns durch seine Strafkolonie. Lipezk, 500 Kilometer südlich von Moskau. У нас принцип, она называется колония, то есть два
квадратных метров на одного человека, согласно... In einer russischen Strafkolonie stehen jedem Gefangenen 2 Quadratmeter zu. Das steht so im Gesetz. Dieser Schlafraum misst 80 Quadratmeter, also leben hier 40 Mann, nicht mehr und nicht weniger. In Straflagern geht es wesentlich lockerer zu als in Hochsicherheitsgefängnissen. Rauchen ist in Lipezk erlaubt, denn das Aggressionspotenzial ist wesentlich geringer als im Schwarzen Delfin. Diese Männer haben ein Ziel. Sie wollen hier raus, so schnell es geht. Messerstechereien wären kontraproduktiv. Die Häftlinge verlassen ihre Schlafbaracken, marschieren in Gruppen zum Frühstück. In Lipezk sind rund 1200 Männer inhaftiert. Das Essen ist recht dürftig. Es gibt Brot, Brei und Tee. Die Gefangenen bekommen nur das Nötigste. Die Häftlinge sitzen beim Essen in Cliquen zusammen. Im Lager gibt es grob gesagt 3 Kasten. Zur obersten gehören die Verbrecherbosse. In der zweiten Kaste sind die sogenannten Mujiki, gewöhnliche Kriminelle. Diese beiden Gruppen wollen mit der untersten Kaste nichts zu tun haben. Zu ihr gehören vor allem Homosexuelle und Spitzel. Die Strafkolonie Lipezk ist ein sogenanntes rotes Lager. Das heißt, hier haben die Vollzugsbeamten das Sagen. In den schwarzen Lagern dagegen bestimmen die Häftlinge. Verbrecherbosse schmieren dort die Beamten, tun und lassen, was sie wollen. Lagerleiter Sidich sagt, das sei in Lipezk ausgeschlossen. Wir lassen uns von Gefangenen nicht vorschreiben, wie der Lageralltag abzulaufen hat. Bei uns wird jeder Versuch unterbunden, Privilegien zu ergattern. Richtig ist, dass es in manchen Anstalten weniger geordnet zugeht. Nach dem Frühstück wird gearbeitet. In jeder russischen Strafkolonie gibt es einen sogenannten Industriekomplex. In Lipezk brennen die Gefangenen Ziegel und fertigen Ersatzteile für Fahrstühle. Die Lagerleitung bezahlt den Häftlingen rund 80 Euro im Monat. Trotz dieses Hungerlohns geben sich die meisten Männer Mühe. Bei guter Führung können sie mit vorzeitiger Entlassung rechnen. Ich habe wegen Totschlags 10 Jahre bekommen. 3 habe ich schon hinter mir. Wenn du dich gut benimmst und hart arbeitest, musst du nur rund 2/3 deiner Strafe absitzen. Dabei spielt es eine große Rolle, was die Lagerleitung über dich denkt. Jeder, der früher raus will, strengt sich also an. In dieser Halle werden die Probleme der Lagerproduktion sichtbar. Die Maschinen sind hoffnungslos veraltet, stammen noch aus der Sowjetzeit. Die Qualität der Fahrstuhlersatzteile ist relativ schlecht. Das Straflager in Lipezk hat Absatzprobleme. So geht es den meisten russischen Haftanstalten. Wir haben nur noch einen Auftraggeber, ein russischer Lastenaufzughersteller. Für den machen wir diese Teile hier. Wir könnten viel mehr produzieren, brauchen dazu aber neuere Maschinen. Wer sich weigert zu arbeiten, mit Fluchtgedanken spielt oder gegen die Lagerleitung aufbegehrt, landet in diesem Gebäude. Der sogenannte Strafneuisolator, die Einzelhaft. In solchen Zellen kommen aufmüpfige Gefangene meist recht schnell wieder zur Besinnung. Das ist Waschgelegenheit und Toilette in einem.
Die Einzelhaft hat erzieherischen Wert. Wenn die anderen Häftlinge mitkriegen, was hier auf sie wartet, benehmen sie sich besser. Wir können die Männer in diesem Objekt bis zu einem halben Jahr internieren, ohne dafür einen Gerichtsbescheid zu brauchen. Draußen geht der Lageralltag weiter. Zählappell. Die Aufseher kontrollieren, ob noch alle Gefangenen da sind. Angeblich ist es noch keinem gelungen, aus der Strafkolonie Lipezk zu fliehen. Nach dem Zählappell geht es in strenger Marschordnung in die Unterkünfte. Die Lagerleitung demonstriert, dass sie alles unter Kontrolle hat. Die Gefangenen lassen diese Schikane regungslos über sich ergehen. Unterordnung bringt mehr Besuche und das Wichtigste, die Chancen auf eine vorzeitige Entlassung aus dem Straflager steigen. Zurück am Hochsicherheitsgefängnis Schwarzer Delfin. Ich mache einen kleinen historischen Exkurs. Soleletsk im Ural wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Die ersten Bewohner waren Sträflinge und Wachmannschaften. Die Gefangenen wurden hergebracht, um in diesem Bergwerk Salz abzubauen. Dort ist heute ein Salzsee. Menschen aus ganz Russland kommen nach Soleletsk, um ihre Neurodermitis oder Schuppenflechte zu kurieren. Dort drüben im Stadtzentrum ist das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzer Delfin. Besonders gut zu sehen ist das alte Backsteingebäude aus der Zarenzeit, wie ich schon sagte, aus dem Jahre 1908. Der Schwarze Delfin wird von mehreren hohen Sperrzäunen und Fluchtbarrieren umringt. Überall scharfe Hunde, Kameras und Bewegungsmelder. Auf den Wachtürmen stehen rund um die Uhr Posten. Die Männer, die auf den Türmen stehen, haben Gewehre. Sie müssen um jeden Preis verhindern, dass Gefangene fliehen. Wenn man sich die Zäune ansieht, wird klar, dass hier keiner rauskommt. In diesem Gebäude sind die Küche und die Näherei. Das schauen wir uns später an. Weiter drüben wieder Zäune. Der Posten ist für diesen ganzen Bereich bis zu den Stallungen verantwortlich. Zum Schwarzen Delfin gehört auch dieser Landwirtschaftsbetrieb. Das Gefängnis ernährt sich zu einem großen Teil selbst. Das ist die hauseigene Schweinezucht unserer Vollzugsanstalt. Wir haben zurzeit 600 Schweine. Dazu kommen 87 Kühe, die geben pro Tag 180 Liter Milch. Außerdem haben wir 2500 Hühner, die uns am Tag 1500 Eier liefern. Das Selbsternährungsprogramm ist eine Initiative der Gefängnisleitung, denn das Budget der Vollzugsanstalt ist zu klein, um alle Häftlinge vollwertig zu versorgen. In unserer Küche bereiten wir all das zu, was wir züchten. Heute gibt es Borsch mit Schweinefleisch.
Dort wird gerade ein Früchtekompott zubereitet. Hier drüben gibt es Brei mit Rindfleisch. Das ist für die Insassen, denen der Arzt Diät verordnet hat. Wer krank ist, bekommt auch noch ein Glas Orangensaft. Schwer zu sagen, ob die Gefangenen ein Festessen bekommen, weil ein westliches Kamerateam da ist, oder ob die Ernährung im Schwarzen Delfin jeden Tag so reichhaltig ist. Willst du essen? Ja. Hier, nimm. Vielen Dank für das Essen. Nächste Zelle. Komm rein hier. Aufstehen. Nach dem Mittagessen kontrollieren wir die Zellen stichprobenartig auf verbotene Gegenstände. Die Gefangenen müssen in diesem Käfig warten, bis die Durchsuchung vorbei ist. Dreh dich mit dem Gesicht zur Wand. Wir überprüfen alles von der Bettdecke bis zur Toilette. Es könnte sein, dass die Gefangenen Besteck oder nach dem Rasieren eine Klinge versteckt haben. Sie könnten damit Wachen attackieren oder die Gitterstäbe ansägen. Es gilt, den kleinsten Verstoß sofort aufzudecken. Warum wird das gemacht? Wir checken, ob die Gitterstäbe angesägt sind. Klar, Fluchtversuche sind unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz wird kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Es stellt sich die Frage, was man mit solchen Heften oder einem Buch anstellen kann. Der Punkt ist, dass diese Dinge in der Bibliothek ausgeliehen werden. Gefangene können Hefte oder Bücher mit Botschaften für andere Insassen präparieren. Der Absender setzt hinter einzelnen Buchstaben Kommas. Der Adressat muss dann die markierten Buchstaben nur zusammenfügen, kriegt so die gewünschten Informationen. Die Zelle dieses Häftlings ist offenbar sauber. Die Wachen haben nichts gefunden. Wladimir Nikolajew ist der wohl bekannteste Schwerverbrecher der gesamten Vollzugsanstalt. Er ist Kannibale. Erzähl, warum du hier bist. Wladimir Nikolajew, 1959 geboren, habe zwei Menschen ermordet. Daraufhin wurde ich zum Tode verurteilt. Wegen des Todesstrafenmoratoriums wurde das Urteil nicht vollstreckt. Keine Fragen, keine Beschwerden. Der Stuhl im Verhörzimmer ist in den Fußboden betoniert. Thank you.
Würden Sie das wieder tun? Würden Sie wieder Menschen essen? Nein. Wirklich? Ja, wirklich. Ich wollte das noch nie. Warum haben Sie es dann getan? Ich war betrunken. War Ihnen nicht seltsam zumute? Nein, es war nur etwas süßlich. Sie haben es dann auch noch verkauft? Nein, ich habe es gegen Alkohol getauscht. Was? Ich habe es getauscht gegen Alkohol. Wie haben die Leute reagiert? Gar nicht. Sie wussten ja nicht Bescheid. Was haben Sie ihnen erzählt? Kängurufleisch. Was? Känguru. Abstecher nach Moskau. Menschenrechtler kritisieren, dass Kamerateams nur in recht zivile Gefängnisse wie den Schwarzen Delfin oder das Lipezker Lager dürfen. Der brutale Haftalltag werde vertuscht, sagt Anwalt Andrei Stolbunov. Er ist der Chef der Menschenrechtsorganisation Gerechtigkeit. Ich habe hier ein Video, auf dem die Missstände zu sehen sind. Die Aufnahmen zeigen, wie eine Sondereinheit der Strafvollzugsbehörde in einem Lager im Ural wütet. Ein Beweis dafür, wie es um die Menschenrechte in der Russischen Föderation steht. Staatliche Experten behaupten, dass diese Bilder eine üble Provokation seien. Irgendwelche Leute sollen sich Uniformen geschnappt und diese Diskreditierungskampagne gestartet haben. Das glaube ich nicht. Das ist kein Theater, das ist bitterer Ernst. Eine Strafkolonie im Ural. Russische Sondereinheiten treiben aufmüpfige Häftlinge zusammen, um sie zu disziplinieren. Die Beamten zeigen, wer hier das Sagen hat. Schneller, schneller hier rüber, mach die Oberkörper frei, schreit dieser Beamte. Was hast du gesagt? Keine Widerrede, ausziehen. Die Sondereinheiten wollen anhand der Tätowierungen der Männer feststellen, wer in der Häftlingshierarchie welche Position innehat. Auf die Knie, schreit der Beamte. Nein, ich habe mich niemals widersetzt. Nach Angaben von Menschenrechtlern hat diese Aufnahmen ein Wachmann gemacht. Die Beamten benutzen solche Videos offenbar, um ungehorsame Häftlinge einzuschüchtern. Seht hier, was wir mit euch machen, wenn ihr keine Ruhe gebt. Der Kameramann der Sondereinheit soll diese Bilder nach internen Streitigkeiten Moskauer Bürgerrechtlern zugespielt haben. Andrei, ist das ein Einzelfall? Ich habe keine Gewaltstatistik. Es ist aber sicher kein Einzelfall. Vieles passiert hinter verschlossenen Türen und gerät niemals an die Öffentlichkeit. Unser Strafvollzugsapparat ist repressiv. Er hat seine Wurzeln in der Sowjetzeit in den 50er Jahren. Ich selbst vertrete gerade einen Häftling, der misshandelt wurde, Vitali Buntov. Das ist seine Frau. Buntov haben Wachen in einer Strafkolonie in der Nähe von Moskau die Nägel rausgerissen. Er hatte sich geweigert, für die Wachen als Spitzel zu arbeiten. Buntov wollte andere Häftlinge nicht ausspionieren. Warum ist Ihr Mann in Haft? Vor 10 Jahren haben die Behörden meinem Mann einen Mord an einer jungen Frau angehängt. Er hat dieses Verbrechen nicht begangen. Die Polizei hatte keine handfesten Beweise. Und trotzdem hat er 25 Jahre bekommen.
die Strafkolonie Danskoi, 230 Kilometer südlich von Moskau, Ort des jüngsten Vollzugsskandals. Diese Bilder haben russische Menschenrechtler bei einer Gefängnisvisite gedreht. Der verurteilte Mörder Vitali Buntov behauptet, dass ihn diese Gefängniswärter wegen Ungehorsams gefoltert haben. Sie haben mich zusammengeschlagen, weil ich nicht kooperiert habe. Ich sollte auf Befehl andere Gefangene aushorchen. Die Beamten haben mir meine Nägel rausgerissen, um mich zu bestrafen. Der Gefängnisleiter bezeichnet Buntov bei dieser Pressekonferenz als aufmüpfigen Lügner. Misshandlungen sind ausgeschlossen. Laut unseren Untersuchungen hat der Gefangene seine Nägel verloren, weil er erkrankt ist. Ja, er muss sich irgendeine Krankheit zugezogen haben. Der Gefängnisleiter kennt das medizinische Gutachten offenbar nicht genau. Sein Kollege greift ein. Der Häftling Buntov hat keine Nägel mehr, weil er, wie schon gesagt, erkrankt ist. Die Diagnose lautet Nagelpilz. Keine Spur von Gewalt. Buntovs Frau und Anwalt Stolbunov glauben den Behörden nicht. Sie haben ein unabhängiges medizinisches Gutachten anfertigen lassen. In dieser Schatulle sind ein paar Nägel meines Mannes. Er konnte sie nach der Folter aufsammeln, verstecken und seiner Mutter bei einem Besuch übergeben. Die Wachen haben Nadeln unter die Nägel meines Mannes getrieben. Reiner Sadismus. Das Gutachten belegt das. André, was kam bei den Tests raus? Wir haben 3 unabhängige Gutachten. Erstens, die Nägel gehören Buntov. Das beweist der DNA-Test. Zweitens, Buntov hatte keinen Pilz. Und drittens, die Nägel wurden rausgerissen. Wurde er gefoltert? Ja, er wurde gefoltert. Die Nägel wurden auf brutale Art entfernt. Ich zeige Ihnen noch einen Beweis dafür, dass in russischen Strafanstalten systematisch Gewalt angewendet wird. Diese Aufnahmen haben Gefangene mit einem Mobiltelefon gemacht. Die Häftlinge haben sich in einer Strafkolonie im Osten des Landes selbst in die Arme geschnitten. Eine Protestaktion gegen gewalttätige Wachmannschaften. Menschenrechtsanwalt Stolbunov bezeichnet den Strafvollzug als Staat im Staate. Das Vollzugssystem muss komplett umstrukturiert werden. Das wird schwierig, denn es ist absolut verrottet bis in die Wurzeln. Es gibt nur einen Ausweg. Eine neue Führungsmannschaft muss dafür sorgen, dass die Gefangenen wie Menschen behandelt werden, die willkürlichen Übergriffe endlich aufhören. Im Hochsicherheitsgefängnis Schwarzer Delfin spricht unser Team nicht über die Gewalt im russischen Strafvollzug. Das würde die Dreharbeiten gefährden. Was in dieser Haftanstalt passiert, wenn keine Kamera da ist, kann kein Außenstehender sagen. Die Wachen führen den 5-fachen Mörder Alexander Kassatkin zum Hofgang auf das Gefängnisdach. Einmal am Tag dürfen die Häftlinge eine Stunde lang unter strenger Bewachung an die frische Luft. Die Wachen kontrollieren auch diese Zelle auf spitze oder raue Gegenstände. Sie achten darauf, ob die Gitterstäbe intakt sind. Seit dem Jahre 2000 sind in dieser Vollzugsanstalt nur lebenslängliche. Es gab noch keinen einzigen Fluchtversuch. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wenn Sie sich den schwarzen Delfin ansehen, wird Ihnen klar, dass hier keiner rauskommt. Zehn Quadratmeter für einen Spaziergang –
nicht gerade üppig, vor allem für einen Menschen, der früher fest im Leben stand. Kasatkin war Schreiner, kam dann wegen Geldmangels auf die schiefe Bahn und hat schließlich den fünffachen Raubmord begangen. Kasatkin hat alles verloren, trotzdem versucht er, sich nicht hängen zu lassen. Ich habe die Hoffnung nicht verloren. Laut Strafgesetzbuch gibt es die Chance, nach 25 Jahren freigelassen zu werden. Theoretisch. Doch wenn ich mich in die Lage der Richter versetze, würde ich hier auch keinen mehr rauslassen. Wie sollen Sie mir glauben? Sie sehen meine Akte, studieren meine Vorgeschichte. Die Richter haben Angst, dass ich da weitermache, wo ich vor der Haft aufgehört habe. Wir verlassen jetzt den Wohnbereich und gehen über diese Brücke in die Arbeitsbaracke. Dort ist unsere Näherei. Der vergitterte Übergang ist mit Blech ummantelt, damit die Häftlinge nicht wissen, wo sie sind. Sie sollen das Gefängnisgelände nicht kennen. Wir verbinden ihnen deswegen auch die Augen. Das sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen. Это все также сделано с целью для того, чтобы осужденный не мог отследить и запомнить маршрут передвижения из одного корпуса в другой. Herr Major, es gibt keine besonderen Vorkommnisse. Danke. 22. Achtung, Ausgangsposition einnehmen. Jawohl. Die Häftlinge zeigen ihre Handflächen. Sie dürfen in der Ausgangsposition aus Sicherheitsgründen nichts in der Hand haben. Es soll vermieden werden, dass sie die Wachen mit Nadeln attackieren. Immer wenn Wärter den Gang betreten, kommt das Kommando Ausgangsposition. Die Wachen führen Kasatkin zu seinem Arbeitsplatz. Wenn wir die Türe aufmachen, müssen alle anderen Häftlinge bereits Handschellen tragen. Das ist Vorschrift. Mühsam, aber wir halten uns daran aus eigenem Interesse. Im schwarzen Delfin dürfen nur wenige ausgewählte Gefangene arbeiten. Männer, die als einigermaßen berechenbar gelten. Nur wer sich jahrelang gut führt, bekommt Zugang zum Werkzeug und darf an die Nähmaschinen. Die Männer fertigen für eine Moskauer Privatfirma Arbeitskleidung und produzieren Uniformen für das Wachpersonal. Sie arbeiten gerne, weil dadurch die Zeit schneller vergeht. Kasatkin ist also privilegiert und wohl vor allem deswegen voll auf Linie. Ich denke, wir brauchen uns nicht zu beschweren. Wir wussten ja vorher, was uns blüht, wenn wir Morde begehen. Das hat man uns schon in der Schule beigebracht. Ich will noch einmal ausdrücklich betonen, dass es im schwarzen Delfin hart, aber gerecht zugeht. Ohne die nötige Strenge gäbe es einen Exzess nach dem anderen. Sehen Sie, nicht schlecht. Das sind die Sommerarbeitsanzüge, die unsere Gefangenen machen. Für Straßenkehrer und Müllmänner. Und hier eine Uniform für Mitarbeiter unserer Anstalt. Was verdienen die Gefangenen im Monat? Ein Gefangener bekommt im Monat 4.330 Rubel. Was kann er mit dem Geld machen? Er kann sich Tee oder Süßigkeiten oder Schreibwaren kaufen. 4.330 Rubel,
sind etwas mehr als 100 Euro. Nach der Näherschicht geht es zurück in die Zelle. Natürlich mit verbundenen Augen. Im schwarzen Delfin gleicht ein Tag dem anderen. Absolute Monotonie. Höchstwahrscheinlich bis zum Lebensende.